Ich bin's wieder, die Naschkatze. Neues Abo-Video, neuer Monat, März 2020. Die Abos sind gerade Ende der Woche rausgegangen. Heute ist Sonntag, Freitag und gestern sind die Pakete alle raus. Also der eine oder andere hat es schon, der andere bekommt es noch am Montag dann. Und dann erzähle ich euch mal kurz, was wir diesen Monat drin haben. Diesen Monat nur Klassiker, also keine super aufregende neue Kreation. Ich habe einmal den Schokoladentrüffel, den kennen schon alle eigentlich und der schmeckt auch immer super gut mit Butter und Sahne, schön zart schmelzend. Wir haben Passionsfruchtkaramell, schön fruchtig, cremig. Ist eine wunderbare Kreation. Das Rezept ist auch von Ramon Morato. Ganz toll. Also ich glaube, es gibt auch viele Kollegen, die den auch schon gemacht haben und auch begeistert sind. Dann habe ich hier noch einen Cashew-Nougat. Schön gemahlene Cashews mit karamellisiertem Zucker, mit unserer Vollmilchschokolade, auch ganz klassisch. Und Macadamia-Nougat, eigentlich einer unserer absoluten Bestseller, den lieben alle. Neben dem Meersalzkaramell. Und genau, die vier Sorten gibt es im Abo diesen Monat. Ich wollte eigentlich einen Bergamott-Trüffel machen und hatte einen puren Saft gefunden, puren Bergamottesaft. Der schmeckte allerdings irgendwie nicht so gut, wie ich Bergamotte kenne, vom Earl Grey-Aroma her, sondern eher so künstlich, komisch. Deswegen bin ich dann kurzfristig umgeschwenkt auf Cashew-Nougat, weil das so nicht so hingehauen hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Als Tafelkreation diesen Monat Joghurt-Sauerkirsch. Das ist eine weiße Schokolade mit purem Joghurtpulver verrührt, also auch keine sonstigen Zusatzstoffe drin. Und dann eben noch mit vakuumgetrockneten Sauerkirschstückchen, also auch ein bisschen knusprig. Insgesamt schön säuerlich, cremig, süßlich. Also auch eine meiner absoluten Lieblingstafeln. Und ich hoffe, schmeckt euch auch so gut. Ich freue mich wieder aufs Feedback über die App. Und außerdem habe ich noch ein paar mehr gemacht. Also wer die gerne bestellen möchte, auch ohne Abo, kann das noch tun in der App und auf der Website ist die freigeschaltet. Also wenn dann jetzt zugreifen. Ich weiß, einige meiner Kunden lieben die auch. Also sie ist wieder da. Als Nuss habe ich diesen Monat unsere Himbeermandeln. Das ist auch eine weiße Schokolade mit gemahlenem Himbeerpulver, also auch gefriergetrockneten Himbeeren. Also keine sonstigen Zusatzstoffe drin. Die ist richtig schön fruchtig und knackig, also auch schön süß-säuerlich. Also auch wunderbar jetzt für den Frühling, für die Frühlingsgefühle. Für das kleine Abo gab es diese Mandeln in einem kleinen Tütchen. So ein paar Mandeln im Tütchen, so als kleines Goodie dazu. Und weil ich das natürlich nicht im Großen noch zusätzlich machen kann und sollte, gab es für die großen Pakete noch das als Goodie. Und zwar die beliebte Valrhona Dulce, die Karamellschokolade, vermischt mit, man sieht wahrscheinlich nicht so viel davon, mit Crepe-Stückchen und Macadamia-Stückchen. Also auch schön knackig, cremig, zart. Und mit der Kombi, mit der Schokoladenkreation, möchte ich eigentlich auch Hasen gießen zu Ostern. Also ich glaube, die könnten auch richtig toll werden, vielleicht mit Gold besprüht. Mal gucken. Das war's für das Abo im März, was es jetzt im Paket gab. Als kleinen Spoiler für April, da wird es unsere Diamanteier wieder geben im Abo. Also es ist jetzt auch eine gute Gelegenheit, das Abo vielleicht mal zu testen. Ihr könnt das ja auch für einen Monat bestellen, also nicht nur für 3 und 6 Monate, sondern für einen Monat. Und dann gibt es zu Ostern eben meine Diamanteier mit ganz tollen Füllungen. Und außerdem gibt es zu Ostern auch immer ein extra Goodie. Also wenn, dann lohnt es sich jetzt, das mal zu testen oder auch zu verschenken. Der Versand wird kurz vor Ostern erfolgen. Also die meisten werden es wahrscheinlich am Ostersamstag erhalten. Kann aber auch sein, dass es erst am Dienstag nach Ostern bei euch eintrifft. Also wenn ihr es verschenken wollt, das eventuell darauf achten, dass das auch vielleicht einen Tag später kommen könnte als Ostern. Kurz was zu Corona. Wir produzieren natürlich weiter, weil wir hier keinen Laden haben, sondern sowieso immer im Keller sind unter uns. Also solange DHL stabil liefert, werden wir auch weiter produzieren und versenden. Wenn ihr kurzfristig was naschen möchtet, was für die Nerven braucht, wir haben alles auf der App. Ganz oben steht immer sofort lieferbar und da habe ich immer alles online, was gerade so verfügbar ist, was ich kurzfristig rausschicken kann. Ihr könnt natürlich auch alles andere bestellen, aber das dauert dann immer ein paar Tage, bis es produziert ist. Ich wünsche uns allen beste Gesundheit, dass wir da gut durchkommen und seid nett zueinander.
Bis dann.